Tom Christensen, 40 Jahre, 39 DTM-Rennen, 3 DTM-Siege. Er freut sich auf die Saison 2008. Endlich geht's wieder los und natürlich nach für mich persönlich abgehackter Saison 2007, aber für Audi natürlich sicherlich nicht. Am Ende haben wir die Meisterschaft gewonnen. Wir gehen als die Titelverteidiger in Rennen 2008 und das freut mich natürlich unheimlich. Christensen ist wieder bereit, denn ich bin wieder topfit, ich bin 40 Jahre alt und ich will wieder angreifen. Dass er wieder an den Start gehen kann, verdankt er seinem unbändigen Willen, einer gehörigen Portion Glück und der Sicherheit der DTM-Autos. 22. April 2007, Saisonauftakt der DTM in Hockenheim. Der schwärzeste Tag in seiner langen Karriere. Christensen hat sich eingangs der Parabolika infolge einer leichten Berührung gedreht und war von mehreren nachfolgenden Fahrzeugen mit hoher Geschwindigkeit torpediert worden. Aber ein Christensen kommt immer zurück, denn er ist ein Kämpfer. Auch wenn es noch dauert, ehe die Normalität wieder Einzug hält. Sicher lange. Also, aber natürlich mit so einer, die Symptome oder sagen wir mal die Nachwirkungen, was ich nach so einem Unfall hatte, ist natürlich nicht den besten Platz, in ein DTM-Rennauto zu sitzen. Und solche Dinge hat mich ganzen Jahr Kopf gemacht. Es wird noch dauern, bis er alles überwunden hat. Und jetzt hoffe ich, dass man wenig mich über den Unfall mehr frage. Aber das verstehe ich natürlich auch. Da muss ich mich natürlich noch mal beweisen. Aber das ist mein Sprit, das ist mein Fuel, das ist meine Motivation. Sein Rezept, um das Geschehene zu verarbeiten. Also natürlich habe ich immer Respekt, wenn ich im Rennauto steige, aber das ist nicht geändert vom Unfall. Und mental ist das auch, das ist alles Quatsch. Also diese Kurve 3 habe ich voll gefahren, jede Runde seit dem Crash. Das hat nichts damit zu tun. Das Problem war, ob ich physisch zurückkommen könnte. Und natürlich speziell mit Kopfweh, das ist natürlich die Hauptsache von Nachwirkungen. Ich weiß, das war ein Unfall. Und wenn man halt falsch parkt auf einer Rennstrecke, dann kann es wehtun, aber das wusste ich auch vorher. Christensen blickt wieder nach vorne. Ich atme ruhig durch und dann geht's los. Der sympathische Däne hat sich wieder etwas vorgenommen. Also Ziele in DTM ist natürlich immer, dass man will um die Meisterschaft fahren. Für mich muss ich realistisch sehen, dass ich mich wieder hart in die Szene bringen muss nach meinem Unfall. Aber sicher möchte ich wieder Rennen gewinnen. Und falls das mir gelingt, dann kann man vielleicht über mehr reden. Tom Christensen, ehrlich, geradlinig. Wünschen wir ihm, dass 2008 in der DTM nur über seine sportlichen Erfolge berichtet wird.